Willkommen zurück zu XCOM 2. Wir sind hier auf unserem Schiff und wir haben das letzte Mal einen VIP gerettet. Und wir haben Informationen bekommen von dem Widerstand in Ostamerika. Und jetzt haben wir hier irgendwelche, keine Ahnung, Kisten oder was auch immer das hier sein soll. Von Alien-Aktivitäten hatten die gesprochen und wir werden mal hier den Scanner anwerfen. In 2 Tagen müssten auch unsere modularen Waffen fertig sein. Ich bin mal gespannt. Ich habe eine Reihe interessanter Entdeckungen gemacht, Commander. So. Neues Forschungsprojekt. Okay, neues Forschungsprojekt verfügbar. Magnetwaffen, Waffenverbesserungen verfügbar. Das hört sich doch nicht schlecht an. Ich möchte aber gucken, was der ansonsten noch zu bieten hat. Denn wir brauchen ja diesen Widerstandskommunikation. Das sollten wir erforschen. Das ist, glaube ich, ein vernünftiger Schritt. Das sind 5 Tage. Die Magnetwaffen dauern 19 Tage. Die Autopsie machen wir dann als nächstes. Das bringt ja auch immer zusätzliche Informationen. Aber das hat Priorität. Man sieht es auch, Sternchen hier. Ich denke, das sollten wir jetzt auch machen. Ich habe erwartet, dass Sie dieser Forschung Priorität einräumen, Commander. Ich melde mich, wenn der Bericht verfügbar ist. Alles klar. Advent machte ständig Fortschritte darin, die verbliebene Zivilbevölkerung zu überzeugen, in ihre Städte umzusiedeln. Die Propagandakampagne wies stets auf die Vorteile der Umsiedlung hin und führte zu einem konstanten Strom neuer Konvertierter. Obwohl die meisten Neuankömmlinge im Vorfeld nichts von Chip-Bedingungen wissen, wie Advent es vorzieht, lehnen nur wenige den Chip ab, wenn sie erst einmal in den Kliniken sind. Gut, wir schauen mal in die Technik, denn... Neue Befehle, Commander? Ja, ich möchte ganz gern mal diese modularen Waffen... Nicht-Einrichtung bauen. Ingenieure ansehen. Okay, haben wir 2 Stück. Sind beide beschäftigt. Gegenstand herstellen. Waffen. Können wir nicht. Warum können wir keine Waffen herstellen? Blendgranate. Gedacht, wir könnten jetzt schon Waffen herstellen, aber anscheinend war das nur eine Vorbedingung. Kalgen scheint die Angewohnheit zu haben, an der Narbe auf seinem Kopf zu kratzen. Hat denn jemand nachgesehen, ob der Chip wirklich weg ist? Gut. Vielleicht ist es auch so, weil beide Techniker beschäftigt sind, dass wir da im Moment nichts weiter bauen können. Schauen wir einfach mal. Wir werden sicherlich im Verlauf des Let's Plays rausbekommen. Alien-Trümmer entfernt. Das ist schon mal sehr schön. Weitermachen. Ich möchte ganz gern nochmal jetzt in die Technik gucken, ob ich denn da recht hatte mit meiner Vermutung wegen den Waffen. Was kann ich für Sie tun, Commander? Gegenstände herstellen. Waffen, nee. Dann war das wohl nur eine Voraussetzung mit den modularen Waffen. Wir machen mal... Vielleicht können wir hier direkt ein Gebäude bauen. Was haben wir denn? Testbereich. Oh, Energie stehen wir dann eigentlich ganz gut da, denke ich mal. Guerillaschule machen wir im Moment nicht. Labor. Wir nehmen mal den Testbereich. Der hat auch Priorität, wie man sieht hier an einem Ausrufezeichen. Und da halte ich mich im Augenblick mal dran. Bau des Testbereichs eingeleitet. Sehr schön. Alles klar. Wir werden jetzt weiter scannen. Denn weitere Alien-Trümmer werden wir nicht entfernen können, denn wir haben keine... Commander, ich benötige mehr Personal genau. Fürs Ingenieurteam, bevor wir mit dem Freiräumen der anderen Räume beginnen können. Ja. Denn die sind alle beschäftigt im Moment. Von daher macht es keinen Sinn. Gehen wir hier mal auf die Weltkarte und scannen weiter. Ah, hier wunderbar, 1 Tag noch. Energierelais, einsatzbereit.
Einrichtung ansehen. Sehr schön. Wie viel Energie hat uns das gebracht? 15 Energie haben wir jetzt. Okay. Erhöht die Avenger-Energie. Erhöht die Avenger-Energie. Energie? Das könnten wir jetzt quasi kaufen, oder was? Monatliche Kosten, aber geht nicht. Machen wir mal. Plus 5 Energie. Ne, das machen wir im Moment nicht, denn das brauchen wir nicht zwingend. Wir werden jetzt erstmal den anderen Bereich, denke ich mal, freiräumen. Ich glaube, das ist ganz sinnvoll. Oder können wir hier noch einen Techniker dran setzen? Ne, können wir nicht. Dass es schneller geht oder so. Freiräumen. So. Wunderbar. Wir scannen weiter und schauen mal, ob wir dann vielleicht eine neue Mission reinbekommen. Ich schätze, das Ergebnis hätte ich nicht vorhersagen können, aber es ist faszinierend. Da bin ich aber jetzt gespannt. Tigen lässt mitteilen, dass das neue Widerstandskommunikationsnetzwerk voll einsatzbereit ist. Wir müssen die Nachricht nur noch verbreiten. Das ist wunderbar. Mexiko. Und was haben wir hier? Die Kommunikationssysteme sind online, Commander. Wir können jetzt Kontakt mit dem lokalen Widerstand in Westamerika aufnehmen. Das ist super. Nachdem wir nun eine Verbindung hergestellt haben, können wir unsere Informationsressourcen einsetzen, um die lokale Widerstandszelle zu kontaktieren. Neben dem Zutritt zur Geheimeinrichtung sollte die größere Reichweite auch unseren Zugang zu Vorräten verbessern. Das ist doch mal nicht schlecht. Kontakt herstellen? Nachdem wir die Informationskosten zur Herstellung des Kontakts beglichen haben, müssen wir die Region ein paar Tage lang scannen, um die Widerstandszelle zu finden. Sobald wir sie gefunden haben, haben wir die neue Region erschlossen. Ah, okay, alles klar, dann Kontakt herstellen. Sektor 9, die westliche USA. Commander, anhand der bislang vorliegenden Informationen konnten wir eine Widerstandszelle in dieser Region ausmachen. Der Scan zur Ermittlung ihrer exakten Position wird jedoch noch eine Weile dauern. Okay, ich würde ganz gern das hier aber eigentlich abschließen. Commander, wir müssen diese Region erst vollständig scannen, bevor wir den Kontakt zum lokalen Widerstand herstellen können. Ich empfehle, hier zu bleiben und den Scan zu beenden, aber die Entscheidung liegt bei Ihnen. Okay, dann, Gut, dann machen wir lieber erstmal das hier. Nichts auf den lokalen Comms. Advent ist ziemlich ruhig. Schätze, das haben wir Ihnen zu verdanken. War uns eine Freude, denn, Mother. Genießen Sie es. Das werden wir. Unser Wasserreinigungssystem... Extrem starkes Signal vom Advent-Netzwerkturm. Sie senden global. Sir, das müssen Sie sich ansehen. Verehrte Bürger, seit 20 Jahren arbeitet die Advent-Koalition unermüdlich und beseitigt die Schäden und vielfältigen Missstände der alten Welt. Unter unserer Aufsicht wachsen die Städte. Die Menschheit gedeiht und unsere Welt wird geheilt. Und trotzdem gibt es unter uns noch Dissidenten, die die Wahrheit verleugnen und die entschlossen sind, alles zu zerstören, was wir aufbauen. Mehrere Radarkontakte nähern sich Hafen Alpha 7. Das muss aufhören. Advent Friedenshüter. Feinde sind auf dem Weg zu Ihnen. Ich verliere Ihr Signal. Um diese Plage ein für alle Mal auszumerzen. Wir sind gleich bei Ihnen. Verliere Sie, Avenger. Verbindung wiederherstellen. Wir sorgen auch in dieser Krise weiter für Ihre Sicherheit und Ihren Wohlstand.
Friedens- und Wohlstandsfeier. Sie haben keine Chance. Commander, wir sollten einen Trupp einsatzbereit machen. Uiui. Commander, ein Trupp steht bereit, um die Aliens anzugreifen, die das Widerstandsversteck belagern. Er rückt auf Ihr Kommando aus. Gut, dann denke ich mal, wird's richtig hart diesmal. Gehen wir los. Setze Kurs auf die östliche USA. Und versuchen, den Leuten zu helfen. Ein Heavy haben wir. Ich hätte ganz gern. Medic ist gut. Ich hätte ganz gern einen Ranger dabei. Das wäre echt eine schicke Sache. Wartet mal ganz kurz. Wir entfernen hier ihn mal und gucken, dass wir. Haben wir keinen Ranger? 3 Tage verletzt. Das ist natürlich kacke. 5 Tage verletzt. Na komm, dann müssen wir halt einen Rekrut mitnehmen. Wie schaut's eigentlich aus mit den Waffen? Lasst mal ganz kurz nachgucken. Bearbeiten. Waffenverbesserung. Was haben wir denn hier? Wollen wir... Zielfernrohr ist, glaube ich. Ich glaube, wir nehmen mal das Zielfernrohr. Plus 5% oder ein Schuss mehr. Ne, ich glaube, ich nehme lieber einen Schuss mehr. Ich ziehe da den Schaden vor. Das ist schon mal gut. Ausrüstung. Die Granaten, das ist auch okay. Da haben wir eben upgegradet. Und dann schauen wir mal beim nächsten vorbei. Hier bei unserem Scharfschützen. Waffenverbesserung, genau. Zielfernrohr, wunderbar. Ansonsten haben wir da ja keine Alternative. Gucken wir trotzdem nochmal. Ah, die Pistole, die kann man gar nicht anscheinend ersetzen. Gut. Bei ihr gucken wir natürlich auch nach. Waffenverbesserung. Verfügbarer Platz. Gibt's nicht, oder was? Nö. Anscheinend gibt's da nix. Ausrüstung. Wie schaut's denn hier aus? Eine andere Waffe können wir auch nicht wählen. Ne, haben wir nichts. Vielleicht können wir... Die Frisur ist natürlich total durch. Da können wir übrigens auch mal irgendwann bei Gelegenheit reingucken. Man kann ja die Leute individualisieren. Und das wäre vielleicht keine schlechte Sache, da mal einen Blick reinzuwerfen. Nee, da gibt's nichts. Dann schicken wir die Leute los und hoffen mal, dass wir keinen Mann verlieren. Oder keine Frau. Ist ja immerhin auch eine Lady dabei. Eingesetzt. Wir sind da. Alles läuft nach Plan. Einsatz starten. Wir haben gerade erfahren, dass Aliens einen Widerstandsaußenposten in dieser Region angreifen und keine Gefangenen nehmen. Diese Menschen brauchen unsere Hilfe. Wir rücken aus und sorgen dafür, dass die Aliens ihren Angriff bereuen. Neutralisieren Sie alle Feinde und sichern Sie das Lager. Das machen wir.
Minus 1-5. Feinde greifen den Außenposten an. Eliminieren Sie alle Einheiten und schützen Sie die Zivilisten. Advents Auftritt hier war laut und unsere auch. Dieses Mal ist der Abwurfpunkt demnach nicht verborgen. Okay, dann würde ich aber auch sagen, an der Stelle beende ich mal den Part. Im Übrigen hatte einer meiner Zuschauer gemeint, ich soll doch mal längere Parts machen. Meine Parts sind ja immer so zwischen einer Viertelstunde, 20 Minuten lang. Wenn ihr da drauf Bock habt, mal eine Doppelfolge zu sehen, was weiß ich, so 30 Minuten oder länger, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Dann mache ich das für euch, kein Problem. Dann machen wir einfach mal hier 30 Minuten lang XCOM. Wäre also super, wenn ihr mir da ein Feedback gebt, ob ihr das denn wollt. Ansonsten würde ich mich auch so über Kommentare freuen, über ein Däumchen hoch und natürlich auch über ein Abo, wenn ihr Lust darauf habt und keine Folge XCOM mehr verpassen wollt. Und dann bis zum nächsten Mal, euer Latan.